Heute geht es um unsere Kontrollfunktion. Was bedeutet Kontrollfunktion? Habe ich aus der Mechanik, aus dem Ingenieurwesen gestohlen. Soweit ich mich erinnern kann, soll das eine Sinuskurve symbolisieren. Ich war in der Schule nicht wahnsinnig gut. Was soll das bedeuten? Es geht darum, egal ob das um Schmerzen oder um Trainingsfortschritt oder um Bewegungsspielraum geht, Wellenbewegungen hineinzubekommen. Das heißt auf gut Deutsch, Dinge werden nicht von heute auf morgen besser. Es kann durchaus sein, dass wir einen längeren Zeitraum brauchen. Solange wir einen Fortschritt merken, das heißt, wenn Schmerzen weniger werden oder ich mehr Gewicht bewegen kann oder wenn ein Bewegungsspielraum unter Spannung größer wird, sind wir auf dem richtigen Weg. Wir nähern uns einer perfekten Linie an, die wir natürlich nicht erreichen werden. Es gibt keine perfekte Bewegung oder es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Greg's Gym. New goals ahead.